Dieses Video ist ein kompletter, in sich abgeschlossener Gitarrenkurs für absolute Neueinsteiger und hat bestimmt auch für fortgeschrittene Gitarristen ein paar erleuchtende Aha-Momente zu bieten. Wenn es also dein größter Wunsch ist, endlich Gitarre spielen zu können, so werde ich dir diesen heute in nur 15 Schritten erfüllen. Garantiert und vollkommen kostenlos. Hallo und herzlich willkommen in der Guitaria 51. In diesem Grundausbildungsvideo verrate ich dir, wie du innerhalb kurzer Zeit unzählige Pop- und Lagerfeuersongs auf der Gitarre spielen kannst. Ich zeige dir gleich 5 ganz einfache Griffe, für die du nur entweder den Zeige- oder den Mittelfinger brauchst. Damit kannst du mindestens 7 Akkorde spielen. Außerdem weihe ich dich in die Geheimnisse der Rhythmusgitarre ein und zeige dir die beliebtesten Schlagmuster, mit denen du fast alle Radiohits begleiten kannst. Und ich versichere dir, dies ist kein Pädagogenschrott aus Mitleid, sondern ein Trick, den jeder Profi kennt und verwendet. Und der so in keinem Buch steht, das ich kenne, und ich kenne viele. Also schnapp dir deine Gitarre, egal ob mit Nylon oder Stahlseiten, Akustik oder E-Gitarre, ich bin gleich wieder da. Irgendwo auf diesem Planeten befindet sich eine streng geheime Forschungseinrichtung, die sich mit mysteriösen Gitarrenphänomenen aller Art befasst. Ihr Name? Guitaria 51. Ständig im Einsatz und immer der Gefahr ausgesetzt, als Maulwurf enttarnt zu werden, verrate ich dir unsere größten Geheimnisse. Ich weiß ganz genau, wie du dich fühlst. Du bist unfassbar ungeduldig und kannst es kaum erwarten, bis es endlich losgeht. Aus diesem Grund habe ich dieses Video mit Kapitelmarkierungen versehen, die du entweder in der Zeitleiste am unteren Bildrand oder in der Videobeschreibung unten einzeln anwählen kannst. Außerdem findest du mit Hilfe der Markierung die einzelnen Abschnitte dieses Videos schnell wieder, kannst du dir später in aller Ruhe beliebig oft ansehen. Wenn dich also diese Einleitung nicht interessieren sollte, so kannst du sie dir auch noch später reinziehen und jetzt gleich zum ersten Schritt springen. Aber auch in dieser Einleitung sind wertvolle Informationen für dich enthalten. Und ab Schritt 1 werde ich nicht mehr quatschen als nötig. Sehr lange habe ich mit mir gerungen, ob ich auch eins von diesen geilen Videos mache, indem ich Leuten verspreche, in kurzer Zeit endlich Gitarre spielen zu können. Es gibt so unendlich viele dieser Videos. Wenn ich so ein Video mache, dann auch nur, wenn ich mein Versprechen zu 100% halten kann. So, nun habe ich tatsächlich auch eins von diesen Videos gemacht. Allerdings habe ich das, was ich dir gleich zeigen werde, bereits schon in meinem früheren Leben als Gitarrenlehrer unzähligen Schülern um die Ohren gehauen. Und alle haben mit dieser Methode im Vergleich zur herkömmlichen Schulmedizin viel weniger Zeit gebraucht, um endlich Gitarre spielen zu lernen. Auch hier, in der Guitaria 51, gehört diese 15-Schritt-Methode zur festen Grundausbildung. Gerade die Truppen unserer Eliteeinheit, Radio 1000, müssen sehr schnell einsatzbereit sein. Und da können wir uns keinen Zeitverlust durch funktionsunfähiges Unterrichtsmaterial leisten. Damit ich auch dir heute diese 15-Schritt-Methode in aller Ruhe zeigen kann, habe ich alle Überwachungsdrohnen in diesem Sektor mit einem Satz neuer Propeller und einem Hochleistungsakku bestochen. Die Drohnen sind jetzt also erstmal abgelenkt und hüpfen alle ganz aufgeregt irgendwo da draußen herum. So, kommen wir jetzt zum Kursinhalt. In diesem Kurs geht es um geschlagene Akkorde. Wenn du zum Beispiel mit 10 laut singenden Freunden an einem berühmten Lagerfeuer sitzt, egal wo das jetzt gerade brennen mag, so würdest du mit gezupften Akkorden garantiert nicht mehr zu hören sein und gnadenlos in dem Gegröle deiner Freunde untergehen. Wenn du jedoch lieber ganz alleine, ohne Freunde und Feuer, zupfenderweise Gitarre spielen lernen möchtest, dann empfehle ich dir mein ebenfalls kostenloses Video Spiele 1 Million Songs ohne Griffe. Den Link dazu habe ich dir hier oben eingeblendet und ebenfalls unten in die Videobeschreibung gepackt. Aber es ist natürlich geiler, wenn du beides kannst. Schlagen und zupfen. Um in diesem Kurs etwas schneller voranzukommen, setze ich an dieser Stelle mal voraus, dass du erstens weißt, wie man eine Gitarre hält, zweitens, wie die Leerseiten heißen und drittens, wie man eine Gitarre stimmt. Solltest du das jedoch noch nicht wissen, so macht das nichts. In einem kostenlosen PDF zu diesem Video findest du auch eine Seite mit Erklärungen und QR-Codes, welche dich zu weiteren Videos bringen, in denen ich dir das zeige. Diese Videos stammen aus meinem früheren Leben vor der Guitaria 51. Und den Link zum PDF, den findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Ach so, und besorg dir unbedingt einen Capodaster. Denn damit kannst du auch in anderen Tonarten spielen, ohne neue Griffe lernen zu müssen. Und außerdem ist das Spielen mit Capodaster in unterschiedlichen Bünden wie Frischluft für deine Ohren. Und du greifst auch mal in anderen Positionen auf deinem Griffbrett,
was dir vielleicht sogar leichter fällt als in dem Bereich der ersten drei Bünde. So, dann lass uns mal zur Sache kommen. Die beliebteste Tonart auf der Gitarre für Lagerfeuer und Popsongs ist G-Dur bzw. E-Moll. Das braucht dir jetzt nicht viel zu sagen, aber es ist schon mal ganz gut, wenn du das weißt. Die am häufigsten gespielten Akkorde auf der Gitarre sind G-Dur, E-Moll, C-Dur, D-Dur und A-Moll. Das sind genau diese fünf Akkorde, die dir auch in anderen Gitarrenkursen oder Büchern am Anfang unter die Finger geschoben werden. Interessant, nicht wahr? Und jetzt demonstriere ich dir mal, wie das aussieht, wenn du versuchst, als kompletter Neueinsteiger gleich mit der Vollversion dieser Akkorde einen Song zu spielen. Okay, du möchtest jetzt also diese beiden dazu bringen, Gitarre zu spielen. Zwei Handwerker, ja? Das ist der Uhrmacher. Zuständig fürs Filigrane, für das Greifen von Akkorden. Ja? Er ist der Schmied. Er schlägt. Und er? Ein Kopf. Er soll die beiden jetzt dazu bringen, etwas zusammenzumachen. Das nennt man Synchronisation. Okay, von den fünf Akkorden nehme ich mal nur zwei, weil es sonst arschlange dauert. Achtung, ich nehme einen C-Dur und einen D-Dur-Akkord, weil man für den Wechsel zwischen einem C-Dur und einem D-Dur-Akkord alle Finger wegnehmen und wieder neu aufsetzen muss. Achtung, ich mache mal so, wie es jemand machen würde, der gerade erst mit dem Gitarrespielen beginnt. Zeigefinger, erster Bund H oder B-Seite. Schon mal falsch. Du kannst einen C-Dur-Akkord erst dann verwenden, wenn sich der Ringfinger im dritten Bund auf der A-Seite, auf der Bassseite, auf dem Grundton C befindet. Hier. So, also baue jeden Akkord immer von der Bassseite ausgehend Richtung Boden. In zwei von drei Tonarten könntest du jetzt mit dem C-Dur-Akkord schon loslegen, wenn nur der Ringfinger drauf ist. Hier ist es ein Beispiel. Bob Seger, still the same, okay? Gut, kommen wir nochmal zum Akkordbau. Also, du baust deinen C-Dur-Akkord, wir fangen mit dem Ringfinger an, so, das kann jetzt dauern. Zwischendurch kommt der Schmied auch mal rüber zum Uhrmacher und hilft ihm. Irgendwann sind die beiden dann noch fertig, geht er wieder hier rüber und verrichtet sein Werk, er schlägt. Wir wollen jetzt zwei Takte C-Dur spielen und dann auf den D-Dur wechseln. Okay, zeig mal, was passiert. Eins, zwei. Der nächste Akkord kommt unbarmherzig näher, wie ein hunderte Tonnen schwerer Schnellzug. Ich mach nochmal, was macht man? Eins, zwei, so. Einige zelebrieren diese Pause auch noch. Weißt du, wie lange das dauert, sich so eine Scheißpause nachher wieder abzugewöhnen? Danach würde jetzt der D-Dur-Akkord kommen, das erspare ich dir mal. So, du siehst, es ist am Anfang unmöglich, mehrere Finger sauber gleichzeitig aufzusetzen und dabei einen Rhythmus durchzuspielen. Du brauchst am Anfang fast deine vollständige Aufmerksamkeit für die Greifhand. So viele träumen davon, am Strand zu sitzen und mit ihrem Partner oder ihren Freunden Gitarre zu spielen. Doch nach dieser ersten, furchtbar beschissenen Gitarrenerfahrung spielen sie eher mit dem Gedanken, ins Wasser zu gehen. Jede noch so lange Reise beginnt immer mit einem ersten Schritt. Und nun, da wir unseren Koffer so sorgfältig gepackt haben, zeige ich dir in den folgenden 15 Schritten, wie du dieses Einsteigertrauma umgehen und in kurzer Zeit Gitarre spielen kannst. Wie du gerade gesehen hast, ist es unmöglich am Anfang, mehrere Finger für einen Akkord aufzusetzen und zu wechseln, ohne dass dabei eine Spielpause entsteht. Was ist also die Lösung? Du machst eine Anzahlung für deine Akkorde. Stell dir vor, du willst unbedingt eine super geile Gitarre haben. Supergeil kostet 4.000 Euro, du hast aber nur 100. Und einen super netten Verkäufer, der dich die Gitarre bereits nach dieser 100-Euro-Anzahlung mit nach Hause nehmen lässt, damit du darauf spielen kannst. Den Rest zahlst du dann später oder in Raten. Und genau das machen wir jetzt auch mit den fünf Akkorden. Anstelle von mehreren Fingern nehmen wir entweder nur den Zeige- oder den Mittelfinger. Denn das sind deine Alltagsfinger, mit denen du jeden Tag Dinge anfasst. Glaub mir, du würdest auch ohne Ring und den kleinen Finger durchs Leben kommen. Ohne die beiden wird schon schwieriger. Du greifst also die folgenden Akkorde mit nur jeweils einem dieser beiden Finger. Aber die wirst du auch später genau dort für den kompletten Griff brauchen. Außerdem lernst du so gleich ganz nebenbei, wo sich der Grundton für den jeweiligen Akkord auf einer der drei Bassseiten E, A oder D befindet. Glaub mir, das ist sehr wichtig. Mach nun deinen ersten Schritt. Raus aus dem Wasser. Starten wir mit dem Durchchef der Tonart G-Dur. Hier ist der Einfinger-G-Dur-Akkord. So, kommen wir jetzt zu unserem Einfinger-G-Dur-Akkord. Den greifst du mit dem Mittelfinger.
Und zwar im dritten Bund auf der dicken E-Seite. Hier befindet sich der Ton G. Ja, das ist er. Merkt ihr das? So, am besten greifst du kurz vor dem Mundstäbchen Richtung Korpus, weil wenn du zu weit von dem Mundstäbchen entfernt bist, dann schnarrt die Saite. So, also kurz vor dem Mundstäbchen drücken. Hier ist der Ton G. Das ist der Grundton für deinen G-Dur-Akkord jetzt mit einem Finger und später auch mit drei Fingern. So, die A-Seite, weil wenn wir nur einen Finger benutzen, müssen wir ja dann natürlich ein paar Tricks anwenden. Die A-Seite, die dämpfst du ab, indem du mit dem Mittelfinger eine kleine Banane oder eine Rundbogenbrücke baust. So, also du dämpfst mit deinem Mittelfinger die A-Seite ab, dass diese nicht mehr klingt. Dieses Plopp-Geräusch geht nachher in einem Anschlag unter. So, die D, G und die B-Seite, also die drei darauffolgenden Seiten, D, G, B, die lässt du offen klingen. Die dünne E-Seite wiederum, die dämpfst du wieder auch mit dem Mittelfinger ab. Hier, Banane, da. Und dann hast du ein vollwertiges G, welches sich nicht zu verstecken braucht hinter dem normalen G. Unser G, das normale G. Drei Finger, ein Finger. Drei Finger, ein Finger. Das ist der G-Dur-Akkord mit nur einem Finger. Hier ist auch schon Schritt 2. Die Einfingeranzahlung für deinen E-Moll-Akkord. So, kommen wir jetzt zu unserem Einfinger-E-Moll-Akkord. Den drückst du mit dem Zeigefinger. Und zwar im zweiten Bund auf der A-Seite. Hier drückst du den Ton B. Die dicke E-Seite lässt du offen. Das ist der Grundton für deinen E-Moll-Griff. Die D-Seite, die dämpfst du ein bisschen ab, genauso wie bei dem G-Dur eben. Die A-Seite und dünne E-Seite dämpfst du eben bei dem E-Moll die D-Seite mit dem Zeigefinger ab. Die drei untersten Seiten, also die G, B und die E-Seite, die kannst du offen lassen. Dieser E-Moll-Akkord muss sich auch überhaupt nicht vor dem normalen E-Moll-Akkord verstecken, den du mit zwei Fingern greifst, entweder mit Zeige- und Mittelfinger oder mit Mittel- und Ringfinger. Das reicht vollkommen aus. Man hört den Unterschied so gut wie gar nicht. Was jetzt die Sache ist, du kannst sogar die dünne E-Seite auch abdämpfen. Das ist die unterste. Und zwar, wenn du jetzt zum Beispiel einen Akkordwechsel zwischen unserem Einfinger-G-Dur spielst zum E-Moll, dann wirst du wahrscheinlich mit deinem Zeigefinger auch die dünne E-Seite abdämpfen. Kümmer dich nicht darum, das ist erstmal egal. Es geht hier um Spielfluss. So, das waren die Einfingerakkorde. Ich spiele es nochmal mit den Dreifingerakkorden. G, E-Moll, G, E-Moll, Einfinger, E-Moll, G, E-Moll. Man hört kaum einen Unterschied. So, jetzt hast du mit den Einfingerakkorden G-Dur und E-Moll schon zwei der am häufigsten verwendeten Akkorde kennengelernt. Lass uns jetzt unseren ersten Song damit spielen. Dazu brauchst du aber noch deine andere Hand. Die Schlaghand. In Schritt 3 verrate ich dir, was du beim Anschlagen der Saiten beachten solltest und wie du einen Viervierteltakt, die am häufigsten verwendete Taktart für Lagerfeuer- und Popsongs, in Vierteln und Achteln spielst. So, wenn wir eine Rhythmusgitarre spielen wollen, müssen wir die Saiten anschlagen. Also kommen wir jetzt zum Anschlagen der Saiten. Das kannst du entweder machen mit der Hand oder mit irgendeinem Teil der Hand. Du kannst den Daumen nehmen. Ich nehme mal hier das G. Oder du kannst auch den Zeigefinger nehmen. Oder du kannst auch die ganze Hand nehmen. Oder du kannst auch Daumen und Zeigefinger zusammennehmen, wie ein Plektrum, zeige ich dir auch gleich. Mach das. Wenn du damit am Anfang Probleme haben solltest, probier doch gleich ein Plektrum, welches du nimmst. Ich habe jetzt hier mal irgendeine Stärke genommen. Das kannst du auf die Seite deines Zeigefingers legen, hier, von deiner Anschlaghand. Mag ja auch eventuell die linke sein. Ich bin Rechtshänder, also schlage ich mit der rechten Hand an. Legst auf die Seite des Zeigefingers, und zwar auf das erste Fingerglied. Ich nehme hier die Knochenseite und nicht die Fleischseite. So, die Knochenseite, mache hier einen kleinen Haken und lege dann den Daumen darüber. Und du möchtest mit dem Ding ja nicht rudern oder segeln, insofern lass nur ein kleines Stück herausgucken. Und den Rest der Hand machst du ein wenig auf, sodass du auch die Saiten noch mit der Handkante später abdämpfen kannst. So, genau. Sollte dir das zu schwer sein und du gerade beim Aufschlag das Gefühl hast oder haben solltest, du bleibst an den Saiten hängen, dann gebe ich dir jetzt mal zwei super Tipps. Entweder nimmst du dir einen kleinen Notizblock, so wie diesen hier, diese berühmten kleinen gelben Memozettel. So,
Und dann nimmst du diesen Zettel und faltest den. Einmal. Probier es mal aus mit Eimer falten. Ich mache mal hier das mit dem G. Oder faltest es zweimal. Dann hast du hier auch schon eine Spitze, wie von einem Plektrum. Hältst du es so fest wie ein Plektrum? Machst du das? Ist das ein schönes Flap-Flap-Geräusch? Oder nimm was anderes. Du kannst zum Beispiel auch, mein größter Tipp, mein bester Tipp, was am besten funktioniert bisher, ist ein Pinsel. Gut, der sah mal anders aus. Nimm irgendeinen Pinsel, am besten so einen Puschelpinsel, und fass den möglichst am Übergang unten am Schaft zu den Borsten an. Das fühlt sich dann genauso an wie ein Plektrum. Halte es genau wie ein Plektrum, also Seite, Finger, Daumen darüber. Und es fühlt sich genauso an wie Pinseln, also anmalen oder abstauben. Und dann stell dir vor, du wohnst, keine Ahnung, wo du wohnst, aber wenn du in einer Hell-Jeremit-Wohnung wohnst und kommst erst um 23.40 Uhr zum Gitarre spielen, dann kannst du damit die ganze Nacht durchtrümmern. Und es fühlt sich genauso an wie ein Plektrum, wie anmalen, abstauben. Wenn du dafür ein gutes Gefühl hast, dann nimmst du dir wieder das Plektrum, irgendeins, nimm am besten am Anfang ein dünnes Plektrum und dann probierst du das auch wieder. Dann wirst du feststellen, dass dieser Pinsel genau das gleiche Gefühl auslöst wie ein Plektrum. Pinsel. Plektrum. Plektrum ist natürlich wesentlich lauter. Also wenn es dir vielleicht auch peinlich sein sollte, dass du jetzt Gitarre spielst und das vielleicht noch nicht ganz so gut funktioniert, dann nimm doch einfach einen Pinsel. Schlage die Saiten unbedingt immer in einem gleichmäßigen Tempo an. Wie eine chinesische Winkelkatze. Und nicht wie ein rostiger... So, kommen wir jetzt ganz schnell und konkret zur Rhythmusgitarre. Die meisten Songs, die du im Radio hörst, sind im Viervierteltakt. Das heißt, du zählst immer ganz brav bis 4. 1, 2, 3, 4 und dann wieder von vorn. Dafür dämpfst du jetzt mit der Greifhand deine Saiten ab, sodass beim Anschlagen nur ein Geräusch zu hören ist. So, die Viertel, die spielst du nur mit Abschlägen. Also 1, 2, 3, 4. Lass am besten gleich deinen Fuß mitlaufen auf den Vierteln, so wie bei einer Marionette, bei der die Hand und die Fußfäden miteinander verknotet sind. Also 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das kannst du natürlich auch langsamer machen. So, als nächstes verdoppeln wir die Anzahl der Anschläge, indem wir auch die Aufschläge mitnehmen. Also 1 und 2 und 3 und 4 und. Das sind dann Achtel, die zählt man eben mit 1 und 2 und 3 und 4 und. Sollte dir das mit dem Plektrum etwas zu schwer sein, das heißt, du bleibst vielleicht beim Aufschlag hängen, schmeiß das Scheißding weg, nimm dir wieder deinen Pinsel oder dein Blatt Papier und mach das damit. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Das sind dann Viertel und Achtel in einem Viervierteltakt. Ganz einfach. Bei schnellen Songs schlägst du die Saiten mit einer Bewegung aus dem Handgelenk an. Wie Hände ausschütteln. Bei langsamen Songtempi jedoch nimmst du auch den Unterarm mit dazu, als wolltest du eine Tür streichen. Oder wie Omas alte Pendelstanduhr. Mit Schritt 4 ist es nun endlich soweit. Hier ist eine genaue Spielanleitung für deinen ersten Song, Songbird von Oasis. Sehen wir uns jetzt mal an, was wir für den ersten Song, den wir uns angucken wollen, brauchen. Das ist nämlich Songbird von Oasis. Gucken wir uns zuerst mal die Akkorde und das Schlagmuster an. Also, der Songbird von Oasis hat ein G-Dur. Reicht unser Einfinger-G vollkommen aus. Und ein E-Moll. Reicht auch. So, das wäre es. So, nach zwei Takten Intro-G geht es los mit vier Takten G-Dur und vier Takten E-Moll immer im Wechsel bis zum bitteren Ende des Songs. Das Schlagmuster sieht folgendermaßen aus. Ich dämpfe mal wieder die Saiten ab. Du machst folgendes. 1, 2 und ab der 3 spielst du Achtel. Also 1, 2, 3 und 4 und 1, 2, 3 und 4 und 1, 2, 3 und 4 und so weiter. So, jetzt nimmst du deinen G-Dur-Akkord. 1, 2, 3 und 4 und 1, 2, 3 und 4 und. Das kannst du jetzt natürlich vier Takte lang machen. Zum Üben des Akkordwechsels rate ich dir jedoch, das nur einen Takt zu machen. Das heißt, du machst also 1, 2, 3 und 4 und 1.
Und dann wechselst du direkt auf deinen E-Moll-Akkord, denn was du jetzt ja lernen willst, ist der Akkordwechsel und nicht diese vier Takte durchzutrümmern, bis der Akkordwechsel kommt. Also 1, 2, 3, 4 und E-Moll. Jetzt lass uns mal Songbird von Oasis spielen. 1, 2, 3, 4. Hier spielst du jetzt vier Takte G-Dur. Und nach dem G-Dur, da folgt E-Moll. Hier spielst du jetzt vier Takte E-Moll. Und nach dem E-Moll, da kommt wieder das G. Bis zum bitteren Ende machst du das. Ja, das macht dir ganz bestimmt viel Spaß. Wenn dir das Songtempo noch zu schnell sein sollte, dann spiel einfach langsamer und steigere das Tempo erst, wenn du dich sicherer fühlst. An dieser Stelle empfehlen die meisten Kurse, zu einem Metronom als Taktgeber zu spielen. Das ist natürlich sehr sinnvoll, aber auch beschissen langweilig. Da es am Anfang sowieso viel zu schwer ist, gleichzeitig zu spielen und zu singen, empfehle ich dir einfach, zum Originalsong dazu zu spielen. Das Songtempo kannst du bei den YouTube-Videos in den Videoeinstellungen und der Wiedergabegeschwindigkeit verringern. Hier empfehle ich dir die Option 0,75, also ein Viertel langsamer. Wenn du zu deinem Gitarrenspiel jedoch schon mal singen willst, dann summe oder singe die Melodie und schlage den jeweiligen Akkord nur einmal an der Stelle an, wo auch später kommen soll, wenn du ein Schlagmuster spielst. Stell dir dabei vor, deine Gitarre ist ein Fahrrad und der Song die Landschaft. Du fährst also mit deinem Fahrrad durch einen Park. Zu einem Metronom zu spielen, hat den Effekt eines Hometrainers im Keller. Glotzt du gerne auf eine weiße Wand, während du 20 Kilometer in die Pedale trittst? Okay, und hier Schritt 5, der Einfinger-C-Dur-Akkord. Kommen wir jetzt zu unserem Einfinger-C-Dur-Akkord. Also, ich greife mal ein normales C, dafür brauchst du drei Finger. Der sieht so aus. Den hast du vielleicht schon mal probiert und dir dann ein bisschen die Zähne ausgebissen. So, jetzt gibt es aber auch einen Akkord, der heißt C Major 7. Und zwar klingt der so ein bisschen jazzig. Der ist aber auch in vielen Popsongs zu hören. Oder vielleicht hast du auch schon mal bei einer Bank oder einer Versicherung angerufen und bist dort in einer Warteschleife gelandet. Das klingt dann ungefähr so. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Sie werden gleich mit einem unserer Mitarbeiter verbunden. So, dafür kannst du natürlich jetzt auch nur den Mittelfinger nehmen, ähnlich wie mit deinem Einfinger-G-Dur-Akkord. Wo du die A- und die dünne E-Seite abgestoppt hast, gehst du jetzt hier mit dem Mittelfinger in den dritten Mund der A-Seite. Hier ist nämlich der Grundton C für deinen Akkord C-Dur oder auch ein C-9. Da brauchst du zum Beispiel auch den Mittelfinger hier im dritten Mund. Das ist ein C-9. Entweder so oder ohne den kleinen Finger. Egal, spielt jetzt keine Rolle. Aber auf jeden Fall gibt es genug C-Dur-Akkorde, die auch den Mittelfinger im dritten Mund haben. Hier legst du jetzt, wie gesagt, den Mittelfinger in den dritten Mund der A-Seite. Das ist der Grundton C. Merkt ihr das? Die dicke E-Seite, die oberste Seite, die stoppst du ab. Entweder auch mit dem Mittelfinger, indem du diese leicht berührst, oder mit dem Daumen. Auch hier kannst du leicht über die Halskante rübergehen, diese leicht dann mit dem Daumen berühren. Dann ist die dicke E-Seite weg. Und die D-Seite unterhalb der A-Seite, die soll auch nicht klingen. Die unteren drei Seiten, die G, B und die E-Seite, die können gerne klingen. Du kannst aber auch gerne die dünne E-Seite abstoppen, wie ich es eben schon mal gemacht habe. Dann hast du einen C-Major-7-Akkord. Der ist wunderbar für Popsongs geeignet, nicht unbedingt für Kinder- oder Weihnachtslieder. Aber darum geht es hier jetzt im Moment nicht. Gehen wir gleich noch ein Stück weiter vom Wasser weg. Hier ist Schritt 6, der berühmte Bonanza-Galopp für deine Anschlaghand. Aufgepasst, denn dies ist eines der wichtigsten Rhythmusfragmente für viele weitere Schlagmuster. Kommen wir nun zum nächsten Schlagmuster, welches auch ein ganz furchtbar wichtiges Fragment für viele, viele weitere Schlagmuster bildet, und zwar der sogenannte Bonanza-Galopp. Du dämpfst also wieder mit deiner Greifhand die Saiten ab, sodass nur ein Geräusch zu hören ist. Vergiss den Fuß nicht, immer schön auf die Viertel treten und machst folgendes. 1, 2 und 1, 2 und. Okay, also zweimal runter und bei der 2 und nimmst du den Aufschlag mit. Also 1, 2 und 1, 2 und. Spielst du das in einem Viervierteltakt, zählst du so. 1, 2 und 3, 4 und. 1, 2 und 3, 4 und. Und so weiter. Bonanza Galopp wird es deswegen genannt, wenn du jetzt hier die Saiten abdämpfst und spielst dieses Muster etwas schneller, hört es sich an wie ein galoppierendes Pferd. In
In Schritt Nummer 7 kombinieren wir den C-Major-7-Akkord mit unseren beiden Einfinger-G-Dur- und E-Moll-Griffen und einem sehr, sehr langsam gespielten Bonanza-Galopp. Achtung, für diesen Song brauchst du einen Capodaster. Ein starkes Gummiband und ein Stift tun's notfalls aber auch. Jetzt bauen wir unseren brandneuen C-Major-7-Akkord und das Bonanza-Pattern in einen Song ein. Und zwar dieser Song wird sein Happier von Ed Sheeran. Dazu befestigst du im 5. Bund, ich habe das schon mal vorbereitet, einen Capodaster. Weil wenn du jetzt nämlich deinen E-Moll-Griff mit dem einen Finger hier greifst, hörst du kein E-Moll, sondern im 5. Bund auf der dicken E-Seite, wo dein Grundton sitzt, ist jetzt ein A, also hörst du ein A-Moll. Das muss dich jetzt auch nicht interessieren, aber so kannst du den Song auch mitspielen. Das ist immer ganz gut. Die Gitarre ist wie ein Fahrrad und der Song, zu dem du spielst, ist wie die Landschaft. Also fährst du mit deiner Gitarre durch die Landschaft und spielst einfach zu dem Song dazu. So, haben wir also den Capodaster im 5. Bund. Es fängt mit E-Moll an und das Bonanza-Pattern spielst du einmal, also einen halben Takt E-Moll. Für dich bleibt es ein E-Moll, auch wenn wir jetzt ein A-Moll hören, egal. So, also machst du das hier. 1, 2 und. Danach kommt ein C, unser neues C, C Major 7. Jetzt spielst du auch wieder einmal Bonanza, also halbtaktig wechseln. E-Moll, C. Und jetzt kommt ein ganzer Takt, ein G. 1, 2 und 3, 4 und wieder von vorne. E-Moll, C, G. So, und jetzt wird dir Folgendes auffallen. Zwischen E-Moll und C kannst du im Grunde einfach wechseln. Du brauchst nur einen Finger umsetzen, beziehungsweise du brauchst nur den Mittelfinger in den dritten Bund setzen auf das C, wo ja der Grundton ist von einem C-Dur. Aber wenn du jetzt zwischen C und G wechselst, dann musst du den Finger hochnehmen. So, und dadurch entstehen nachher auch Pausen. Du kannst das im Grunde ja auch hören, wenn jemand Gitarre spielt. Mit ganzen Akkorden. Dann hört man ja eigentlich gar keine Lücke, aber die muss ja irgendwo sein. Irgendwo muss der Akkord ja gewechselt werden. Und dieser Wechsel findet meistens statt auf dem allerletzten Anschlag vor dem nächsten Akkord. Das heißt, du spielst E-Moll. Ich mach das mal. E-Moll. Kannst du hier den Finger auch beim E-Moll wegnehmen und setzt dann einfach auf der 3, wo dann der C kommt, den Finger auf den dritten Mund der A-Seite, also den Mittelfinger. Also 1, 2, weg, drauf, weg, drauf. So, dann hört man natürlich Leerseiten dazwischen, das macht aber nichts. Dieser Übergang ist so kurz, dass man das kaum wahrnimmt. Also E-Moll, C, G. Da bleibst du dann. E-Moll, C, G. Und wieder E-Moll, C, Finger weg und wieder drauf. Finger weg, drauf, weg, drauf, weg, drauf. Dieser Tipp für den Akkordwechsel ist wahnsinnig wichtig, denn dadurch entstehen genau diese Pausen, die man am Anfang so unfassbar hasst. 3, 4, 1, 2 und 3, 4 und 1, 2 und 3, 4 und E-Moll und dann C und dann das G. Jetzt tun die Akkorde nicht mehr weh. Ja, jetzt spielst du happier. Kotzen in den Flur. La 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 la. Und hier gleich nochmal, weil es so unfassbar wichtig ist und dir den Arsch retten wird. Allerspätestens beim letzten Anschlag vor dem nächsten Akkord nimmst du den Finger deiner Greifhand von der Seite, damit du diesen rechtzeitig für den nächsten Akkord wieder aufsetzen kannst, ohne das Schlagmuster unterbrechen zu müssen. Ansonsten entsteht automatisch diese unfassbar beschissene Pause. Achte dabei ganz genau auf beide Hände. Übe nur diesen Akkordwechsel mit zwei ganz einfachen Griffen und einem ganz einfachen Schlagmuster. Lass diese Pause gar nicht erst zur Gewohnheit werden. Wenn du das kannst, dann bist du schon ein sicheres Stück weiter vom Wasser weg. In Schritt 8 lernst du nun die absolute Nummer 1 aus den Charts der Schlagmuster für Lagerfeuer und Popsongs kennen. Dieses Pattern wird mit Abstand am häufigsten verwendet. Hier brauchst du auf jeden Fall den Bonanza-Galopp aus Schritt 6. Das Schlagmuster, was ich dir jetzt zeigen werde, ist das am häufigsten verwendete Schlagmuster in der Popmusik. Es ist ungefähr vergleichbar mit dem Generalschlüssel eines Hausmeisters, der kommt damit in jede Tür. Mit diesem Muster kommst du in fast jeden Popsong.
Okay, was machen wir? Du dämpfst erstmal wieder die Saiten ab mit deiner Greifhand, dass du da wieder nicht abgelenkt wirst. Nimmst den Fuß wieder mit, auch wieder ganz wichtig. Und jetzt spielst du einmal Bonanza. Eins, zwei und jetzt kommt's. Bei der 3 machst du einen Luftschlag. Eins, zwei und nichts. Da ist die 3. Eins, zwei und Luft. Eins, zwei und Luft. Setz dich gerne vor einen Spiegel, um zu beobachten, ob deine Hand hier auch flüssig runtergeht. Also oben nicht bremsen. Eins, zwei und nicht den machen. Eins, zwei und Luft. Eins, zwei und nichts. Eins, zwei und Luft. So, und danach nimmst du die 3 letzten Anschläge wieder mit. Also und, 4 und schlägst du wieder an. Also 1, 2 und nichts und 4 und. 1, 2 und nichts und 4 und. Mach das gerne sehr, sehr, sehr langsam. Also 1, 2 und nichts und 4 und. 1, 2 und 3 und 4 und. Dabei hilft dir ungemein der Fuß und auch, wenn du die Rhythmik mitsprichst. Alles, was du sprechen kannst, kannst du auch spielen. Das ist ganz wichtig. 1, 2 und 4 und, 1, 2 und 4 und so weiter. Genau, alles was du sprechen kannst, kannst du auch spielen. Versuche doch mal, die Rhythmik dieses Schlagmusters zu den Songs, die du im Radio hörst, mitzusprechen. 1, 2 und 4 und, 1, 2 und 4. Du wirst dich wundern, in wie viele Songs dieser Generalschlüssel passt. Deswegen kommt hier mit Schritt 9 auch ein konkretes Songbeispiel, damit du siehst bzw. hörst, was ich meine. Und jetzt wollen wir unseren brandneuen Hausmeisterschlüssel, unser Strumming Nummer 1 für Popsongs, mal in Aktion erleben. Wir lernen keine neuen Akkorde dazu. Wir nehmen nach wie vor E-Moll, C und G von Ed Sheeran's Happier, setzen dafür aber den Capodaster einen Bund nach oben und spielen nun Speechless von Robin Schulz featuring Erika Zirola. Du nimmst dafür jetzt zu Anfang wieder deinen E-Moll-Akkord, dein Super-Pattern. Ich mach's nochmal. 1, 2 und 4 und. Spielst jetzt einen Takt E-Moll damit, also E-Moll. 1, 2 und 4 und. Ein Takt C, beziehungsweise jetzt unseren poppig-jazzigen C Major 7 Chord. 2 und 4 und. Zwei Takte G. 1, 2 und 4 und nochmal. Also E-Moll. C und G, zwei Takte. 1, 2, 3, 4, E-Moll und dann der C-Dur und zweimal G, ja zweimal G und wieder E-Moll und dann das C, ja und dann das G, Achtung. Ups, was war das denn? Da war ja ein neuer Akkord. Den gucken wir uns jetzt mal etwas genauer an. Hier ist Schritt 10, der Einfinger-D-Akkord. Schauen wir uns jetzt mal zusammen an, was gerade am Ende von Speechless passiert ist, Unheimliches. So, also ich habe gespielt, ich habe den Capo wieder runtergenommen. Ich mache das jetzt wieder mit den Leerseiten, also E-Moll. Wieder C, G. Und auf der 2 und, das muss dich jetzt nicht interessieren, habe ich einen anderen Akkord gespielt. Und zwar habe ich jetzt nur mit dem Zeigefinger im zweiten Bund auf der G-Seite gegriffen. Vielleicht hast du dich schon mal an einem D-Dur-Akkord versucht. Der ist jetzt hiermit gemeint. Es ist sozusagen unser Einfinger-D. Es ist ein Power-Chord. Es ist ein D5. Und zwar greifst du mit dem Zeigefinger hier im zweiten Bund auf der G-Seite. Die D-Seite ist der Grundtongeber hier. Du greifst im zweiten Bund auf der G-Seite, da ist der Ton A. Jetzt ganz wichtig mit deinem Zeigefinger, den machst du hier ein bisschen platt, sodass die dünne E- und die B-Seite nicht mehr zu hören sind. Dafür, dass du jetzt nur noch so wenig Seiten hast, kannst du aber die A-Seite mit anschlagen. Die dicke E-Seite ist auch ein spezielles Thema. Entweder dämpfst du diese ab, sodass wieder nur ein Geräusch kommt, wie bei den meisten anderen Akkorden. Also machst du das hier. Dann klingt der schön fett und den kannst du ganz toll für Popsongs verwenden, also E-Moll. Was du auch machen kannst, wenn es um einen D-Dur-Akkord geht, da sage ich auch gleich nochmal was zu. Du greifst mit dem Daumen im zweiten Bund auf der dicken E-Seite hier. Hier ist der Ton Fis. Dann hast du einen sehr, sehr fetten D-Dur mit einem Fis im Bass. So, wenn du den Daumen hier nicht benutzt, beziehungsweise nicht die Seite dort runterdrückst, hast du hier gar keinen Ton. Das heißt, dieser Akkord hier ist weder Dur noch Moll. Also kannst du ihn für einen D-Dur wie auch D-Moll-Akkord verwenden.
Merkt ihr das? Das ist echt hilfreich und sehr, sehr nützlich. Das ist also unser neuer D5 bzw. D-Akkord mit einem Finger. Wie der Generalschlüssel für die Rhythmusgitarre, mit dem du soeben Speechless von Robin Schulz gespielt hast, so gibt es auch Erfolgsschlüssel für Charthits. In Schritt 11 verrate ich dir nun die drei am häufigsten vorkommenden Akkordverbindungen für Lagerfeuer und Popsongs. Hier ist die erste Akkordfolge, welche du gerade mit Happier und Speechless schon fast komplett gespielt hast. Der Four-Chord-Song in E-Moll. Hier ist also die erste Hit-Akkordfolge, die du immer und überall hören wirst, sobald du den Knopf an deinem Radio drückst. Und zwar hast du die schon fast gespielt, das war bei Speechless und bei Happier. Also E-Moll, C, G und D. Diese Akkordfolge taucht in allen möglichen Variationen auf, also entweder ganz taktisch, ich nehme mal wieder das Strumming Nummer 1, 1, 2 und 4 und, also E-Moll, C, G, D, oder sie taucht auch halbtaktisch auf, also dann nehme ich mal wieder das Bonanza, was ja eben 1, 2 und, einen halben Takt und dann der nächste Akkord, also 1, 2 und C, G, D, E-Moll. Kann auch mal zwei Takte lang gespielt werden oder was auch sehr gerne gemacht wird, ist den zweiten Akkord, also halbtaktisch zu spielen und den zweiten Akkord auf die 2 und schon kommen zu lassen. Dann nehme ich mal wieder unser Strumming Nummer 1, also 1, 2 und. Hier wäre dann der nächste Akkord fällig, also E-Moll, C, G, G, E-Moll, C, G, G und so weiter. Da gibt es so viele Variationsmöglichkeiten, dass die Zeit hier garantiert nicht ausreichen würde, um diese alle vorzustellen. Und hier ist schon die zweite Akkordfolge, der Four-Chord-Song in G-Dur. Die zweite Hit-Akkordfolge, die du immer und überall hören willst, sobald du deinen beschissenen Radioknopf drückst, ist der berühmte Four-Chord-Song. Da gibt es einen ganz tollen Sketch bei YouTube, und zwar von einem Comedy-Trio der Comedy-Rockband Axis of Awesome aus Australien, der da heißt Four-Chord-Song, einfach mal bei YouTube eingeben. Und zwar ist es dieselbe Akkordfolge, die wir eben hatten, also E-Moll, C, G, D, bloß von G-Dur aus. Das wäre dann die Dur-Variante, also das ist dann G, D, E-Moll und C. Hier gilt genau dasselbe wie auch eben für die Moll-Version, also G, D, E-Moll, C oder halbtaktig G, D, C oder das vorgezogene Ding. Aller guten Dinge sind drei. Hier ist die dritte Akkordfolge. Und die gibt's auch schon sehr, sehr lange. Die letzte Hit-Akkordfolge der großen drei ist der Golden 50s oder The Magic One oder The Good Old Love Song. Dieses Ding hat viele, viele Namen. Und zwar sind es wieder diese vier Akkorde G, D, E-Moll, C, bloß jetzt in einer anderen Reihenfolge, und zwar G-Dur, E-Moll, C und D. G, E-Moll, C, D. Die kannst du natürlich genauso spielen wie die anderen Variationen. Hier gibt es auch sehr, sehr, sehr viele schöne Hits. Und einer davon ist von Benny King, Stand By Me. Da passt vielleicht jetzt der C-Dur nicht ganz so gut, ist aber zu akzeptieren. Benny King kennst du bestimmt. Und so weiter. Ganz tolles Ding. Es ist dieselbe Akkordfolge, nur dass die Längen ein bisschen anders sind. Also quasi G-Dur, E-Moll, dann C, dann D, aber bloß eben zwei Takte G, 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 dann kommt das G, G. Jetzt nur ein Takt C, ein Takt D und dann hinten wieder zwei Takte G. Und da geht's wieder von vorne los. Auch hier ist eine Moll-Version denkbar, dreh einfach nur die ersten beiden Akkorde um. Also anstelle mit dem G-Dur anzufangen, fängst du einfach mit dem E-Moll-Akkord an. Dadurch ist die Wirkung dieser ganzen Akkordfolge eher auf der Moll-Seite. Also E-Moll, dann G, dann C,
weiter. Hier ist ein echt kostbarer Tipp. Spiele die soeben vorgestellten Hit-Akkordfolgen in allen möglichen Variationen und Geschwindigkeiten mit unterschiedlichen Schlagmustern. Du wirst garantiert fast jeden Song ohne zusätzliches Üben damit spielen können. Und ich versichere dir, wenn du diese Akkordfolgen sehr gut kennst, dann erkennst du sie auch sofort wieder, wenn du sie im Radio hörst. Mach doch mal eine Pause. Alles gut. Wenn dir dieser Kurs gefällt, dann freue ich mich wie ein kackendes Baby über einen Daumen nach oben. Und wenn du noch mehr lernen willst, dann abonniere doch den Kanal. Die Reise geht ja immer weiter und ich verrate dir gerne noch mehr Geheimnisse. Drückst du auch noch auf die Glocke? Dann bekommst du sofort Bescheid, sobald ein neues Video online ist. So, dir und deinen Kumpels zeige ich jetzt erstmal die neue Sporthalle. Ich habe nachher noch eine tolle Überraschung für euch. Und bei uns geht es jetzt weiter mit Schritt 12, mit dem Einfinger-A-Griff. Ich hoffe, du kannst noch. Okay, gucken wir uns jetzt mal ein A an. Weder A-Dur noch A-Moll. A-Dur zeige ich dir kurz hier. Zeigefinger, zweiter Bund. D-Seite, Mittel- und Ringfinger auch im zweiten Bund, aber auf der G- und der B-Seite. Hast du vielleicht schon mal probiert? Es gibt auch ein A-Moll, das ist die traurige Variante. Ach, wie schade. Oh, wie schön. So, okay, hier brauchst du aber nur den Zeigefinger. Ein Finger, den Zeigefinger im zweiten Bund auf der D-Seite. Genau wie bei dem E und wie bei dem D, aber im zweiten Bund auf der D-Seite, weil du brauchst ja die offene A-Seite als Grundtongeber. Hier ist sie. Die dicke E-Seite dämpfst du wieder mit dem Daumen ab. Und jetzt kommst du, machst den Zeigefinger ein bisschen platt, sodass du vielleicht noch die G-Seite, die auch noch mitbekommst. Jetzt hast du einen schönen A-Powerchord, also einen Quintgriff, genau wie das Ding bei D, D5. Hier ist es ein A5. So, die B- und die E-Seite, die dämpfst du dann auch wieder mit dem Zeigefinger ab. Da muss man ein bisschen fummeln, das geht aber relativ fix. Den kannst du für A-Dur sowohl dann auch für den A-Moll-Akkord, also für beide verwenden, weil da auch wieder weder Dur noch Moll-Charakter drin ist, weil dort die Terz fehlt. Egal, was das jetzt ist. Das ist ein A5. So, dann haben wir den auch schon mal. Bestimmt möchtest du irgendwann am Strand zu fortgeschrittener Stunde deinem Partner am Lagerfeuer auch mal eine romantische Ballade vorspielen. Dafür kommt jetzt mit Schritt 13 eins der beliebtesten Balladenstrummings. Auch hier brauchst du wieder den Bonanza-Galopp aus Schritt 6. Noch mehr Möglichkeiten mit noch mehr Rhythmus. Gucken wir uns mal eins der beliebtesten Balladenschlagmuster an. Wir machen das erstmal in Achteln, aber eigentlich zählt man das in Sechzehnteln. Gut, fangen wir mal an. Also du schlägst einmal auf der 1 an. 1, bei der 2 machst du wieder den berühmt-berüchtigten Luftschlag. Also 1, 2, 3, 4 und. Und ab der 3 spielst du einmal Bonanza. Also 1, nichts, 3, 4 und. 1, nichts, 3, 4 und. So, eigentlich zählt man das in Sechzehnteln. Keine Angst, es ist nicht kompliziert. Du zählst im Grunde nur anders. Du machst eben 1 und 2 Unte, 3 und 4 Unte. Für deinen Anschlag ändert sich überhaupt gar nichts. Wenn du jetzt jedoch in Sechzehnteln spielst, musst du natürlich gucken, dass der Fuß, mit dem du trittst, nicht unbedingt die ganzen Achteln mittritt, sondern auch wieder nur die Viertel. Das heißt also, hier kleiner Tipp, mach folgendes, also mach 1 und 2 und 3 und 4 und. Was habe ich gemacht? Ich habe nur da angeschlagen, wo ich auch mit dem Fuß getreten habe. 1 und bei der Und-Zählzeit habe ich einen Luftschlag gemacht. Das ist für den Kopf einfacher, den Fuß dann unten liegen zu lassen. Also machst du nachher bei dem Pattern das. Also 1 und 2 und 3 und 4 und. Und dann klingt es auch schon eher nach einer Ballade. In Schritt 14 zeige ich dir nun einen der wohl berühmtesten Lagerfeuersongs mit unserem neuen Balladenstrumming. Schauen wir uns jetzt den berühmten Lagerfeuer-Klassiker Knockin' on Heaven's Door von Bob Dylan an. Wir nehmen dafür unser tolles neues Balladenpattern. Also 1, 3, 4 und 1, 3, 4 und was wäre jetzt als 16. zählen? Also 1 und 2 und 3 und 4 und. So, und die Akkordfolge ist hier G. G. A. Zweimal. See you.
vorne. Der C, der klingt hier natürlich etwas modern. Im Original wird es natürlich mit einem C-Dur-Griff gespielt, aber hier brauchst du nur einen Finger und es geht auch. 3, 4. G, G, D und dann das A. G, G, D und dann das C. Am Strand, der kann ja ziemlich lang werden. Da reicht einmal Klopfen wohl nicht ganz aus. Deswegen zeige ich dir mit unserem letzten Schritt, Schritt 15, noch eine weitere Hit-Akkordfolge, die mit deinem neuen Balladenstrumming perfekt zusammenpasst. Hier noch eine wahnsinnig beliebte Akkordfolge für dein neues Balladenstrumming. Das hier, und zwar die Akkordfolge ist hier E-Moll. Damit kannst du, drei Songs fallen mir sofort ein. Der eine ist Old Town Road von Billy Ray Cyrus. Hier machst du den Capodaster in den vierten Bund. Ich mach das einfach mal live. So, also hier E-Moll. Ich habe gerade die Melodie nicht im Kopf, aber egal. Spiel das ruhig mal dazu. Das Tempo, das kriegst du hin. So, dann gibt es eine Akustikversion von Imagine Dragons von dem Song Radioactive. Die ist auch im vierten Bund, genauso wie von Billy Ray Cyrus, Old Town Road. Und dann gibt es, fällt mir auch gerade noch ein genau, und zwar von Green Day. Großteil des Songs hier, Boulevard of Broken Dreams. Da ist der Capo im ersten Bund. Es gibt es auch, wo er dann irgendwie Unplugged selber spielt, dann macht er es ohne Capodaster. Aber es ist exakt dieselbe Akkordfolge. Irgendwie so. Schnappen ist egal. Radioactive, radioactive. Das war bei Imagine Dragons egal. Das ist eine total geile Akkordfolge. Ah, es gibt noch einen. Da komme ich dann nochmal wieder. Natürlich gibt's noch einen. Na, da bin ich wieder und ich habe einen Capodaster im zweiten Bund. Wofür? Natürlich für den absoluten Akustik-Gitarren-Klassiker, den Burner fürs Lagerfeuer, den absoluten Popsong-Klassiker Wonderwall von Oasis. Kannst du, naja gut, nicht die ganze Zeit, aber das geile Anfangsriff kannst du auch mit diesen Einfingergriffen durchspielen und zwar mit der Akkordfolge, die wir gerade hatten. E-Moll, E. Dann unser schönes D mit dem Powerchord und dem A. Die Rhythmusgitarre ist ein bisschen komplexer, aber gar kein Problem, kriegst du irgendwann hin. Ich mache ja noch mehr Videos. Ich habe 6 Rhythmusfragmente, mit denen du alles, wenn du die kannst, egal welche Reihenfolge, kannst du alles damit spielen, was du willst, in jeder Stilistik. Und hier ist Wonderwall. Herzlich willkommen im Club. Bleib ab jetzt unbedingt dran und wiederhole die hier gezeigten 15 Schritte am besten täglich. Die 5 Hauptgründe, weswegen die meisten mit dem Gitarrespielen nach kurzer Zeit wieder aufhören, sind: erstens, unfassbare Ungeduld. Zweitens, viel zu schnelle oder zu komplizierte Songs. Verschwende auch auf gar keinen Fall Zeit mit unwichtigen Details, die in absehbarer Zeit fast von allein laufen. Gitarrespielen lernen ist wie Fahrstuhlfahren. Steigst im Erdgeschoss ein und irgendwann geht die Tür im dritten Stock von selbst auf. Du musst nur geduldig dorthin fahren. Spielen, spielen, spielen. Drittens, häufige Spielfehler. Vermeide sie, indem du niemals schneller spielst, als du kannst. Spielfehler gewöhnst du dir leider genauso schnell an, wie die nervigen Pausen zwischen den Akkordwechseln. Viertens, Ablenkung durch 1000 andere Dinge. Fernseher, Spielkonsole oder stundenlang Videos gucken, in denen du irgendwelche Gitarristen um ihre Fähigkeiten beneidest. Während dieser Zeit könntest du selbst ein ganzes Stück weiterkommen. Fünftens,
unregelmäßiges oder zu kurzes Spielen. Also nicht nur zweimal in der Woche 5 Minuten oder einmal am Wochenende und dafür gleich 3 Stunden am Stück. Dann tut dir aber mal so richtig weh. Wenn du anfängst, Gitarre zu spielen, dann ist es ungefähr so, als hättest du dir ein Haustier zugelegt. Also spiel mit ihr, streichle und füttere sie täglich. Ansonsten fängt sie an zu beißen und dir in die Ecken zu pinkeln. In diesem Gitarrenkurs konnte ich dir leider nur einige wenige Songbeispiele zeigen. Wenn du jedoch weitere Songs für deine neuen Einfingergriffe finden willst, dann gib doch einfach mal bei YouTube in die Suchleiste eine der Hit-Akkordfolgen ein. Also entweder der Vorkordsong in Dur, G, D, E, Moll, C oder in Moll, E, Moll, C, G, D oder der Golden 50s, G, E, Moll, C, D. YouTube präsentierte daraufhin hunderte von Videos, in denen dir Menschen von allen Kontinenten dieses Planeten alle Arten von Songs in der Tonart G-Dur, E-Moll oder besuch doch mal die Webseite guitarplayerbox.com. Dort kannst du sogar die Akkorde wählen, die du spielst. Das Archiv ist riesengroß und vielseitig. Passende Kapodaster-Angaben sind sogar auch noch mit dabei. Selbstverständlich gibt es auch wieder zu diesem Video ein kostenloses PDF. Den Link dazu findest du wie immer in der Videobeschreibung. So, ich hoffe, du hattest viel Spaß mit diesem Kurs und ich weiß, dass du in kurzer Zeit Gitarre spielen kannst. Ich gehe jetzt zu den 3 Drohnen in die Sporthalle und probiere dort die brandneue, vollautomatische Tennisballschleuder aus. Bis bald. Interessant, nicht wahr? Und es gibt noch so viel mehr. Wenn dir dieses X-File-Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wenn du benachrichtigt werden willst, sobald ich von der nächsten Expedition mit einem neuen Fall zurückkomme, dann abonniere doch einfach den Guitaria51-Kanal. Und drücke zur Sicherheit auch noch auf die Glocke. Nun werde ich weiter forschen. Und genau hier auf dich warten.